Sehr schön. Und 26 Runden ist auch die dritte Stadt dann durch. Das ist Köslin. Das muss hier irgendwo im Osten sein. Da. Das ist Dorf. Neue Nation, die Vereinigten Provinzen. Ah, da sind sie ja schon wieder. Hallo, Holland. Sehr schön. Oh, da können wir mit denen handeln. Tada. Na, warte. Irgendwas braucht ihr immer. Ja, sehr schön. Holland, ein weiterer Handelspartner. Oh, oh, Profit, Profit. 9.442. Sehr schön. Brandenburgischen Konzerte. Ja, jetzt wo es Brandenburg in Form von Preußen nicht mehr gibt, können sie von mir aus auch Musik machen. So, und dann haben wir hier... Das läuft alles, wie es laufen muss. Nur die Gebäude sind noch ein bisschen Schrott. Das finde ich etwas schade, muss ich sagen. So, das können wir noch reparieren. Und die Sachen... Oh je, oh je. Alles so teuer, es ist... Oh, noch ein Observatorium. Ah, das muss auf jeden Fall repariert werden. Ach nee, Polen, das ist ja doof. Holland haben wir schon... Ach man, Holland können wir vielleicht noch mehr verkaufen, wenn sie jetzt... Siehste. Ja. Siehste, die Hollies, die brauchen nämlich jetzt Technologien. Ja gut, immerhin, dafür wird es reichen. Nee, dafür schon. Hallo? So. Die Maraden. So schöne Sachen. Bisschen wie im Vereinigte Provinzen Let's Play jetzt. Nee, ich krieg Westpreußen nicht. Also ihr seid auch manchmal, ihr kommt auf Ideen, das gibt's echt nicht. Oh, Georgien. Ah, da kann ich jetzt aber reinhauen. Ja, sehr schön. Ha! So. Bessere Eisenmine bringt nicht so viel, okay. Ihr könnt auch schon mal aufrüsten. Und ihr geht da schon mal ein bisschen weiter. Upsasa. Die sind auch schon gut dabei. Und dann rüste ich in Hannover nochmal zwei Milizen auf, die dann hier die Häfen abchecken. Oder nee, warte mal, wir haben ja hier noch was. Das ist ja Quatsch. So. So, ab nach Amerika. Goldmine aufrüsten. Bringt gar nicht mal so viel. Hier hängen immer noch diese lustigen Heinis rum. Kann ich mich da rausziehen, ohne dass es hier knallt? Wir haben ein militärisches Vorgehen, das sorgt für mehr Repression, das finde ich schön. Über 4167. Yes, yes. Boah. Ja, dann schicke ich die Armee direkt weiter. Es muss sowieso zwei Runden sich bewegen. Ja, ist sogar noch im grünen Bereich hier, also was wollen wir denn? Und eine Flotte. Eine Flotte, hahaha. So, Zuckerplantage. Nee, das Geld, das kann man besser investieren. In Europa vielleicht irgendwo. Oh, Silberminen. Na, ja, das ist auch nicht so wertvoll hier. Ja, Eisenminen war das. Hier oben ist eine Silbermine. Oh, Finnland. Eine reiche Provinz, die dringend mal ein höheres Regierungsgebäude braucht, damit mehr Steuern bekommen. Ja, das ist eine gute Investition. Das ist eine sehr gute Investition. Und meine Miliz. Das ist die einzige Provinz, die keine Miliz hat, glaube ich, ne? So. Das sieht alles ordentlich aus. Sehr ordentlich sogar. Ein Sicherheitssafe und ein normales Safe, damit auch alles ganz sicher ist, ne? Dann haben wir hier Österreich.
Guido von Starhemberg. So möchte ich auch nicht heißen. Aber gut. Die Ösis regenerieren sich gerade in ihrer wiedereroberten Hauptstadt. Ja. Und Westfalen ist Großmacht geworden. Wenn man so will. Ui, Venedig. Das ist. Die haben wir hier auch. Die sind auch gut dabei, ne? Große Flotte. Falls alles Handelsschiffe, aber gut, immerhin. So, hat sich hier was verändert bei den Russen und so? Nö. Die Russen haben Dagestan erobert, das ist aber schon länger her. Und die Osmanen haben hier Persien, weite Teile erobert. In Indien, ja, das ist ähnlich hier, ne? Immer noch eine Rebellenhochburg hierhin. Die holen wir uns aber nicht, da will ich mich nicht verzetteln auf drei Kontinenten. Nicht mit Schweden. Nicht mit Schweden, das kann man mit einer anderen Nation machen. So. Gut. So. Würde ich sagen. Weiter geht's. Ja, natürlich. Ich hätte mal wieder Lust auf ein Duell. Aber ich habe keinen Bock, einen Edelmann deswegen zu verlieren. Ja, sehr schön. Große Zuckerplantage ist fertig geworden. Und siehe da, der Zuckerpreis sinkt. Schade. Aber gut, immerhin, es hat trotzdem was gebracht. Zuckerdepot könnte man sogar jetzt kaufen. Das haut natürlich dann richtig rein. Ja, den Nischkoreaner, ganz genau. Und ja, die Armee, die wir hier haben, holt sich jetzt auch noch, er ist sowieso ganz hervorragend, die letzte Münze, die wir uns in der Karibik holen werden. Sehr schön. Französisch-Guayana gehört uns und wir haben jetzt 22 von 25 Provinzen, die wir brauchen. Die Armee wird, ich würde sagen, leicht gekürzt. Leicht. Um zwei Einheiten. Der Rest wird aufgerüstet und bleibt als Besatzungsarmee hier bestehen. Der Trupp geht in den Hafen und ein weiterer wird zugleich, er kommt schon, sehr schön. Hier, die wird sofort aufgerüstet, weil das ist die einzige Zucker-Gewürzplantage, die wir da haben. Die bringt uns nochmal 13 Goldstücke mehr und überhaupt, wenn sie erstmal durch ist, nächste Runde gibt es dann auch nochmal 400 Goldstücke mehr an Gewürzen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und dann 13 Goldstücke mehr bei einem Preis von 21 ist es ziemlich leicht auszurechnen. Gibt das nochmal 10 mal 20, 200, 210 und dann nochmal 273, so. Genau. Er ist noch besser geworden und noch besser, also an guten Generälen ist kein Mangel. So. Schön. Goldmine aufrüsten. Das würde schon 300 Goldstücke mehr bringen. Aber kostet auch verdammt viel, ne? Ich lasse es mal bleiben. Ich rüste mal die Infrastruktur in Stockholm auf, weil das so ein Gebiet ist, wo wir häufig irgendwie was bewegen. Und auch, wenn sie mich dafür nicht umbringen, die Heinis. Es gibt nochmal Minuszufriedenheit, ne? Das will ich ja auch nicht riskieren. Na, dann bauen wir mal davon nochmal zwei und rüsten das auch noch auf. Ich will dann nämlich auch in der Forschung weiter vorankommen. Dafür brauche ich auch diese Gebäude mindestens einmal. Du gehst auch dahin. Upsi. Ja. Wer ist denn jetzt was? Ach, du bist etwas schlechterer, ne? Ja, dann... Was haben die noch nicht? Kavallerie und Artillerie.
du bleibst, du gehst dann dahin. So. So. Gut. Ja, hier würde ich dann erstmal die nächste Pause einlegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also mir hat dieser Part jetzt richtig Spaß gemacht. Die letzten paar, drei, vier Parts. Keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben die erste Nation vernichtet, nämlich Preußen. Die Holländer sind wieder auferstanden. Wir haben einen starken Verbündeten, der die ganze Westgrenze abdeckt, nämlich Westfalen. Und wir können uns in den nächsten Runden voll auf Polen und Russland stürzen. Und in der Karibik haben wir auch einen guten Stand. Forschung läuft gut und der Profit übersteigt nach langer Zeit mal wieder die 10.000er-Marke. Also, besser geht's gar nicht. Und unser Historiker schreibt alles fleißig mit für die Nachwelt. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.